Willkommen zum zweiten Halbfinale dieser Fußball-Weltmeisterschaft, dem Spiel zwischen Kroatien und Polen, heute aus dem Luzhniki-Stadion aus Moskau. Ich bin der Dennis vom Kanal M615, Kommentator dieses zweiten Halbfinales, und die große Frage: Wer kommt ins Endspiel? Wer kann zum ersten Mal im Endspiel einer Fußball-Weltmeisterschaft sein? Beide Teams waren schon mal in Halbfinalen. Bei beiden lief es nicht gut. Beide wurden an Abschluss des Turniers dann jeweils Dritter, aber dritter Platz, gut und schön, aber der erste oder zweite ist besser. Als erstes aber die Nationalhymnen, als erstes die von Kroatien. Anschließend gibt es die Nationalhymne von Polen. Und damit kann es losgehen. Zweites Halbfinale. Wer von diesen beiden Teams kann das Ticket fürs Finale ziehen und trifft auf England, die sich erst im Elfmeterschießen durchsetzen konnten? Also der Gegner, der fürs Spiel um Platz 3 stehen muss, im leideren Sinne, hat auf jeden Fall einen schwierigen Gegner mit dem Iran, der hier glasklar als Überraschung des Turniers gilt. Aufstellung beider Teams. Kroatien, man bleibt bei dem, was man bislang hatte. Gastgeber mit 2:1 aus dem Turnier gehauen, nach früher Führung von Mandzukic, der aktuell mit 4 Toren in der Torschützenliste steht. Der braucht noch ein Tor, um alleiniger Torschützenkönig zu werden. Elfmeterschießen-Tore zählen ja nicht am Ende zur Torschützenliste. Aufstellung von Polen, weiterhin mit dem 4-4-2, hat bislang souverän funktioniert. Sie haben bislang die Gegner unter Druck setzen können. Ja. Und damit kann es losgehen. Natürlich für den einen oder anderen Zuschauer hier und heute schwierig zu erkennen. Aber Polen in den komplett weißen Trikots gegen Kroatien in Rot-Weiß. Ja, Rot-Weiß kann man perfekt vorne sehen, kann man perfekt an den Schultern sehen. Die UEFA und auch die FIFA haben beide diese Konstellationen zugelassen, was ziemlich interessant ist, aber schauen wir mal trotzdem, wie es laufen wird. Und so Pašić mit der ersten Parade. Erste Chance hier für Polen. Lewandowski mit der Möglichkeit, und es gibt Eckball Polen. Also Ecke Polen, Ecke Ribus. Ecke kommt, Kopfball auch, geklärt noch vor dem Seitenaus. Nachschuss auch weg. Lewandowski. Zielinski schaut natürlich, wie kommen wir an Kramaric vorbei. Aber da gibt es kein Vorbeikommen. Blaszczykowski, ja, das war nicht gut gelungen. Einwurf Kroatien. Diese beiden Teams haben sich erst vor einigen Jahren, nämlich vor 10 Jahren, schon getroffen bei einer Endrunde. Nicht damals bei der Weltmeisterschaft, sondern bei der Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz. Damals konnte das kroatische Team dieses Spiel gewinnen mit 1:0. Vielleicht wird das heute ähnlich laufen. Bislang sieht es alles andere als danach aus. Rakitic. Und Perisic. Rakitic. Ball geht rüber, geht in die Mitte, und Chesney zur Stelle. Ribus. Ah, guter Pass. Trotzdem aufgepasst von der Verteidigung. Modric. Und Mandzukic. Rübergespielt Perisic.
Perisic kommt nicht vorbei an der Verteidigung. Und Zielinski. Ah, Zielinski nach hinten wieder gespielt. Zielinski. Ball geht in die Mitte. Leichte Beute für Subasic, der hier keine Probleme hatte bei dieser Situation. Perisic. Guter Ball. Ah, den macht er nicht sauber. Den macht er nicht sauber. Und so weiterhin 0 zu 0. Milik. Lewandowski, Doppelpassspiel mit Milik. Buschinski. Ah. Also beide Teams beißen sich so ein bisschen an der Verteidigung ihre Zähne gerade aus. Aber was wollen wir auch erwarten? Wir sind hier im Halbfinale. Blaszczykowski. Ball geht in die Mitte. Kopfball sauber gemacht und Robert Lewandowski mit dem Führungstor. Polen führt. Und natürlich mit der Jubelpose, die er schon beim FC Bayern München regelmäßig zeigt. Lewandowski, Kopfball, der ist eigentlich nicht dafür bekannt, Kopfbälle zu machen. Das hat er aber gut gemacht, erst recht, weil der Verteidiger den Ball nicht wirklich da erwischt hat. Und Lewandowskis dritter Treffer im Wettbewerb. Und damit steht aktuell Polen im Endspiel. Minute 29, Polen führt. Und jetzt müssen sie was tun, denn sonst ist das aus. Polen, der ein oder andere hatte die ja schon auf den Zettel, das polnische Team. Ah, hier, Schiedsrichter sagt hier auf kein Foul. Das polnische Team auf dem Zettel, in den letzten Jahren ja ziemlich positiv entwickelt. Vor einigen Jahren, da hätte man sich das nur erträumen können, überhaupt hier so weit zu kommen. Man hätte sich überhaupt erträumen können, überhaupt bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein. Aber mittlerweile gehören sie zum Standardrepertoire dazu. In den letzten Jahren. Mandzukic und Kramaric. Wieder zurück Mandzukic, Kramaric und es gibt Eckball. Ecke Kroatien. Er ist gut abgewehrt worden. Und Ecke Ivan Rakitic. Ecke kommt, Ball sehr weit weggegangen, da kommt niemand ran. Nein, bis zur anderen Eckfahne. Modric hat ihn nicht. Einwurf Polen. Zielinski. Und Piszczek. Alter, langer Ball. Oh, Missverständnis. Das hätte hier richtig gefährlich werden können. Wenn sich dann an der Seite Blaszczykowski auf den Weg gemacht hätte. Brunzovic und Kramaric. Ball geht rüber zur Seite. Ball abgefangen, auch wenn das so ein bisschen unbeholfen aussah. Trotzdem hat er so super gemacht. Man muss auch erstmal so was abwehren können. Zwei Minuten Nachspielzeit gibt es jetzt hier noch. Lewandowski, Doppelpassspiel mit Zielinski. Linetti, Ball nach vorne. Blaszczykowski, Zweikampf, Kopfball, Zweikampf, Kopfball, Duell verloren. Lewandowski. Und Linetti. Milik. Ah, der Pass war vielleicht nicht mit gut mitbedacht. Also, hier steht es 1 zu 0 für die polnische Nationalmannschaft hier zur Halbzeit. Und dann schauen wir mal, ob jetzt in der zweiten Halbzeit dieses Spiel so ein bisschen vor sich her schwappt oder eins der beiden Teams nochmal ein Tor macht. Schauen wir mal. Halbfinale 2, Polen führt mit 1 zu 0.
Durchgang 2, herzlich willkommen zurück zum Spiel zwischen Kroatien und Polen. Bislang die polnische Mannschaft in Führung gegangen durch den Kopfballtreffer von Lewandowski. Und so steht es aktuell, das Ticket für die polnische Nationalmannschaft. Vielleicht wird Kroatien hier jetzt noch jetzt mit vollem Risiko vorgehen oder weiterhin so taktisch spielen. Beide Teams unverändert gegenüber der ersten Halbzeit, also keine Wechsel. Buschinski und Linity. Ja, Doppelpassspiel, Lewandowski und Błażejkowski. Błażejkowski, Ball geht in die Mitte und so Basic. Kontermöglichkeit für Kroatien über Kramaric. Modric. Und Rakitic. Kramaric, Mandzukic. Wie gesagt, der braucht noch ein Tor, um alleiniger Torschützenkönig zu werden. Also wir gehen mal stark davon aus, dass 5 Tore reichen. Wechsel, Linity geht, Krijoviak kommt, klar, Verteidigung stärken. Wir wissen ja, es 1:0 reicht fürs Finale. Kopfball schön gemacht. Aber eben auch am Pfosten der richtige Spieler, der den Ball abwehren konnte. Oh, Perisic wird gestoppt. Ball einfach weg. Einfach weg. Möglichst weit weg vom eigenen Kasten. Krijoviak weit nach vorne. Milik und Lewandowski. Doppelpassspiel. Lewandowski zieht ihn rüber. Und dann gibt es Freistoß für Kroatien. Ich finde diese Entscheidung überflüssig. Wechsel, Krusinski geht jetzt auch. Anscheinend hat er sich bei diesem Foul, wenn man das so bezeichnen kann, verletzt. Also, weil er lag auf dem Boden. Klar, wenn der Verteidiger rüber stolpert, ist es aus meiner Sicht absolut gar kein Foul. Aber der Schiedsrichter sieht das ja völlig anders. Kramaric. Und abgefangen. Da sind die Stürmer hier nicht so motiviert gewesen hier. Also Mandzukic. Momentan ja alleiniger Stürmer. Der war hier nicht so motiviert, um aufzugehen. Freistoß Polen. Wechsel bei beiden Teams. Badej kommt für Brunsovic und Milik verlässt den Platz. Heute kein Tor erzielt. Aber das wird der polnischen Nationalmannschaft momentan auch nicht wehtun, wenn sie führen. Nächste Möglichkeit. Ball abgewehrt. Perisic. Oh, Lewandowski macht das gut. Normalerweise ja auch nicht derjenige, der versucht, hier Bälle zu erobern. Rakitic. Und Modric. Abgefangen. Kramaric. Schneller Ball. Modric. Kostelny macht das gut. Der läuft raus, merkt, ja, lieber den Ball wegnehmen, anstatt hier irgendwie im Kasten hinten zu bleiben und das Ding hier auf der Linie zu klären. Weil ein Luka Modric kann auch brandgefährlich werden. Krijoviak, gefährlich. Lewandowski, 2:0. Wo wir beim Thema sind. Lewandowski, 4. Treffer. Damit steht er auch aktuell ganz vorne. So, Basic, ja, der schüttelt mit dem Kopf. Das kann nicht sein, aber doch, das ist es. Postafette richtig gut gezogen. Und Lewandowski, Robert Lewandowski, den darfst du so nicht stehen lassen. Der macht so seine Tore, das hat er in der Bundesliga gezeigt. Das hat er in der Qualifikation gezeigt. Das zeigt er hier im Halbfinale. Lewandowski schießt Polen im Alleingang zum Endspiel. Und aktuell, also da lege ich mich schon fast fest, es muss ein halbes Wunder her. Es muss ein halbes Wunder her, dass Kroatien jetzt noch zurückkommt. Viertelstunde ist ja noch.
Aber so wirklich durchkommen durch die Abwehr tun sie nicht. Die Chancen immer nicht so ganz durchdacht. Modric. Und Mandzukic, Kramaric. Nächste Chance, ja. Und an den muss es auch erstmal vorbeikommen. Chesney schon wieder am Ball. Man darf auch nicht vergessen, der hat in der Mannschaft, im Verein kein wirkliches Spiel gespielt. Immer nur als Ersatzmann, eigentlich die Nummer 2. Ja, viele haben am Anfang gesagt, ja, das ist vielleicht nicht die richtige Entscheidung, ihn ins Tor zu stellen. Aber der zeigt hier, dass er auch als Ersatzmann richtig gut spielen kann. Doppelwechsel bei Kroatien, klar, alle Mann nach vorne. Volles Risiko, 8 Minuten noch. 8 Minuten, 2 Offensive für 2 Mittelfeldmänner. Vielleicht bringt es das noch. Logisch, stellt jetzt auch Kroatien um. Haben jetzt eine Dreierkette hinten. Die spielen jetzt mit einem 3-4-3. Lewandowski. Und Zielinski. Und Polen, die die Kroaten lassen hier die Polen gewähren. Sie ziehen hier ihre Kreise. Krajowiak. Und die Chance, fast das 3-0. Mit dem dritten Ding, dann ist vorbei. Dann ist Polen im Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2018. Und das dann hochverdient. Ecke Polen. 4 Minuten noch. Ecke. Ribus. Ecke kommt. Kopfball von Lewandowski. Nicht wirklich gut, aber... Er ist ja auch nicht dafür bekannt, Kopfballtore zu erzielen. Auch wenn er heute eins erzielt hat. Ah, Flügelwechsel. Perisic. Abgefangen. Nachspielzeit 3 Minuten. Polen ist im Endspiel dieser Fußballweltmeisterschaft und spielt gegen England die Trophäe aus. Während Kroatien gegen den Iran um Platz 3 spielt. Am Ende hat es einfach nicht sollen sein. Hier nochmal schöne Parade von Chesney. Heute hat man Mandzukic einfach nicht treffen können. Es hat einfach nicht gepasst. Interessanterweise, die wollen hier wirklich nochmal den statistischen Ehrentreffer. Selbst so Pasic mit nach vorne. Ist interessant, die Nachspielzeit ist so gut wie rum. Die wollen hier wirklich den statistischen Treffer noch haben. Den kriegen sie aber nicht. Den kriegen sie nicht. Polen ist im Endspiel dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Und das hochverdient. Am Ende haben sie es sich hier auch durchsetzen können. Und spielen im Endspiel gegen England. Kroatien darf das Spiel gegen Iran um Platz 3 spielen. Man of the Match, ganz klar, Robert Lewandowski mit seinem Doppelpack heute. Und damit verabschieden wir uns von hier und sagen danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.